Der Bundestrainer höchstpersönlich eröffnete die Tagung der DFB-Trainer, der Ausbilder und der Abteilung Scouting und Analyse in der Zentrale in Frankfurt. Sein Rückblick und die Analyse der EM in Frankreich beeindruckte das fachkundige Plenum, zumal der Bundestrainer tief blicken ließ. Neben Statistiken präsentierte er auch die verschiedenen Spielsysteme der A-Nationalmannschaft, um das Zauberwort der Variabilität zu bekräftigen. Das war ganz nach dem Geschmack des DFB-Sportdirektors Hansi Flick, der zu dieser dreitägigen Herbsttagung geladen hatte und sich sehr zufrieden zeigte mit der Resonanz. Normal versuchen wir es jeden Monat zu machen, ist natürlich nicht immer möglich aufgrund der Turniere, aber gerade so, wenn natürlich die A-Mannschaft dann auch noch da ist, ist es einfach wichtig, weil wir alle müssen halt gucken, dass der deutsche Fußball ja, möglichst erfolgreich ist und wir haben jetzt einen Turniersommer gehabt, mit 4 großen Turnieren. Die der U-Mannschaften fasste der Koordinator für die U15 bis U19 Teams Michael Schönweiz zusammen. Sein Vortrag beinhaltete Kaderanalysen sowie Statistiken. Ins Eingemachte ging der U18-Trainer bei der Beurteilung von Vorbereitung, Zielsetzungen und Ergebnissen. Dabei beschränkte sich Schönweiz nicht auf das 1:0, sondern formulierte anhand der Leitlinien Stärken und Schwächen der Nachwuchsteams. Ein klar formuliertes Defizit notierten sich die Kolleginnen und Kollegen. Es fehlt an Selbstständigkeit und Spielertypen bei den jüngeren Jahrgängen. Wie es aussehen kann und soll, demonstrierte im Sommer die DFB-Olympia-Auswahl, die aber auch von einem echten Typen gecoacht wurde. Horst Rubesch, ein Idealmodell und Vorbild. Die können das vorleben. Die wissen, was es heißt, sich durchzusetzen. Die wissen, was es heißt, auch eine eigene Meinung zu platzieren. Und dann weiß man A, von was man redet und kann das B natürlich auch Jugendspielern oder insgesamt Fußballspielern auch dementsprechend mitgeben. Auch einer der Neuen im DFB-Trainerstab und nicht zufällig Rubeschs Nachfolger bei der U21, Stefan Kunz, ist ein solcher Typ. Die sportliche Leitung installierte zuletzt neben dem Europameister weitere neue Köpfe. Michael Pruß zeichnet für die U16 verantwortlich und Frank Kramer coacht die U19. Für ein Trio also das erste Mal in dieser Runde. Hier bekomme ich natürlich noch mehr Einblick generell in die Arbeitsweise der U-Mannschaften beim DFB. Ich habe bis jetzt nur diesen kleinen Ausschnitt bei der U21 gesehen. Und natürlich lernt man dadurch die Kollegen viel besser kennen und kann auch von den Turniererfahrungen profitieren. Die konnte ich ja bisher nur als Spieler sammeln und nicht als Trainer. Der Austausch gehört zur Arbeit dieser Gruppe, die sich homogen weiterentwickeln soll und wird. Dialoge und Erfahrungsberichte sowie Pläne als Weiterbildung. Dieses Treffen ist als wertvoll einzustufen. Und klar ist es auch wichtig, dass wir gewisse Inhalte einfach auch einfordern müssen. Und von daher ist es auch wichtig, wenn man in der Gemeinschaft über Sachen spricht, über den Fußball spricht, dann kommt man einfach ein Stück weiter. Und Kommunikation verschafft einfach Wissen. Und dieses Wissen wollen wir hier natürlich bündeln und gegebenenfalls natürlich dann an die Basis weitergeben. Die Trainer, Scouts und Analytiker stehen für die Zukunft der DFB-Nachwuchsarbeit, die auch 2016 wieder als erfolgreich bewertet werden kann. Denn positive Entwicklungen sind das Ziel und diese sind nachhaltig eingetreten und werden es auch in Zukunft.